Hallo und herzlich willkommen bei Red Dead Online zu einem neuen Let's Play von mir. Hab mich gerade eben erst eingeloggt hier bei Red Dead Online und ich will mal anschauen, was es heute zu tun gibt. Und dann werden wir mal hier bei den täglichen Herausforderungen gucken, was wir noch oder was wir jetzt hier in der Früh noch machen können. Morgenstunden, kurz bevor es bei mir aufgeht, in die Arbeit. Naturkundler, Proben von legendären Tieren genommen. Schwarzbrenner, Bootlegermission abgeschlossen, 0 von 2. Sammler, antike Schnapsflaschen und Händler, Geld durch Handel verdient. Geld durch Handel verdient, das klingt gut. Ja, Geld durch Handel verdient, $100, aber allerdings gleich. Eintöpfe im Lager gegessen. Okay, das wäre auch noch eine Herausforderung. Was haben wir hier noch? Bisons gehäutet. Distanz, die ein Zug gefahren wurde. Ah, okay. Seestör gefangen. Showdown unter den ersten drei abgeschlossen. Spieler-Showdowns aus dem Deckung getötet. Showdown, Showdown, Showdown. Spielerwerte mit Tonika verbessert. Okay, also ich würde sagen, das klingt jetzt alles nicht so prickelnd heute, meiner Meinung nach. Deswegen werde ich jetzt kurz in meine Wunderkiste hier reinschauen. Gucken wir mal rein in die Wunderkiste, ob wir da irgendwas drin haben, was wir brauchen können. Nachtwache, wöchentliche Liste zu finden, das Sammlerstücke hätten wir hier. Die hole ich ab, ist klar. Und ansonsten... habe ich jetzt hier Munition vielleicht noch? Ne, haben wir alles. Ich würde sagen, ich mache eine Cripsy-Mission. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Es ist 20.33 Uhr, macht aber überhaupt nichts. Cripsy-Mission. Wir haben 31 Waren, haben wir momentan auf Lager. Ich mache die Lieferung, nicht die örtliche Lieferung, sondern die... riskante Lieferung werde ich jetzt machen. Die Fernlieferung. Und da werde ich doch jetzt glatt gleich mal beginnen. Jawohl. Why didn't I come up with this idea 40 years ago? Well, I'd be living in a palace by now. So. Also bisher habe ich es eigentlich immer geschafft, die wichtigen Gegenstände dort anzuliefern, wo es auch sein sollte. Also es ist mir noch nicht passiert, dass eine Mission gescheitert ist, obwohl es oft ziemlich knapp war, weil mich auch andere Mitspieler angegriffen haben. Und es kann ja mal ganz schnell nach hinten losgehen. Das Einzige, was mir mal passiert ist, zwar nicht hier mit so einer Kutsche, bei solchen Missionen, dass ich einfach mit der Kutsche zwischen den Bäumen hängen geblieben bin. Und es ist halt dann echt ungünstig, sowas. Ja. Manchmal, also wir müssen, bringe die Waren zum Bahnhof von McFlurrence Ranch. Okay, das dürfte aber schon ein Stück weit weg sein, McFlurrence Ranch. Dann schauen wir mal, was uns jetzt unterwegs erwartet. Natürlich sind wir dann im Laufe der Zeit auch angreifbar für andere Gegner. Dann geht's hier rechts rum. Und in der Regel ist es dann so, dass ich natürlich angegriffen werde. Entweder werde ich angegriffen oder sie warten auf mich. Das kann natürlich auch passieren. Jetzt ist es ja noch relativ ruhig, aber ich glaube, ich habe die Vermutung, sie warten auf mich in McFarlane's Ranch. Das ist die Vermutung, die ich habe. Und da müssen wir halt dann gucken, wenn wir dort angekommen sind. Okay, jetzt sind wir angreifbar.
für rivalisierende Händler. Au, 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 au. Okay. Leute, das war richtig unklug. Es war dunkel, ich bin über einen Stein gestolpert und ich hab's vorher noch angesprochen. Ich hab's vorher noch angesprochen. Es ist mir noch nicht passiert. Bringe die Waren zum Bahnhof. Gut, also ich hab die Waren, hab ich noch. Die packe ich jetzt bei mir aufs Pferd. So, die Kutsche ist hinüber. Oh Mann, das ist mir so jetzt auch noch nicht passiert. Aber gut, wir haben noch 22 Minuten. Und die Waren sind jetzt bei mir auf dem Pferd, weil die Kutsche natürlich, ja, verunglückt ist. Und genau das ist das, was ich gemeint habe. Wenn die Kutsche verunglückt, Leute, dann ist es vorbei. Dann war es das, Leute. Ich dürfte ja wohl sowieso mit meinem Pferd etwas schneller sein. Ist halt jetzt die Frage, ob ich jetzt wirklich alle Waren habe. Oder nur ein Teil der Waren retten konnte. Das werden wir aber sehen, wenn wir dort ankommen. Ja, richtig blöd gelaufen jetzt. Und ich könnte ja mal versuchen. Was haben wir denn hier für Arzneien? Spezialpferdestimulanz, Spezialwunder, Wundertonikum. Ich nehme ein Wundertonikum. Das ist sowieso, gehört auch zu meinen täglichen Herausforderungen. Nehme ich jetzt mal auf jeden Fall. Denn wenn ich da ankomme, will ich jetzt nicht zu böse überrascht werden. Spezialwundertonikum, das war jetzt ein normales. Kein Spezial, ein ganz normales Wundertonikum. Macht aber überhaupt nichts. Ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt, wie die Geschichte ausgeht und ob ich meine 78 Dollar dennoch bekomme, obwohl ich die Hälfte der Waren verloren habe. McFarlane's Ranch. Da geht's hin. Da reiten wir hin. Wir haben natürlich einen weiten, weiten Weg vor uns, um zu dieser Ranch zu kommen. Könnt's natürlich auch mal auf der Karte anschauen. McFarlane's Ranch, das ist hier unten. Eieiei, McFarlane's Ranch, das ist... Ach, genau, das ist da. Das ist ja eigentlich schon bei Armadillo, bei New Austin ist das. Okay, da haben wir schon noch ein Stück zu reiten. Zu McFarlane's Ranch. Ja, da muss ich mir jetzt auf jeden Fall warme Gedanken machen bis dahin. McFarlane's Ranch. Ja, da wären wir mit der Kutsche aber schon ziemlich lang unterwegs gewesen. Das wäre schon eine ordentliche Strecke gewesen. Gut, mich wundert es jetzt sowieso, dass wir die Waren auch mit dem Pferd transportieren können. Weiter. Das sind Wölfe gewesen, die brauche ich aber jetzt nicht. Pferdestimulanz. Ja. Jawohl, Pferdenahrung. Da war ein Schwarzbär auf der linken Seite, so wie ich das mitbekommen habe. Ich kenne das eigentlich relativ schnell, ob das was für ein Bär ist. Wenn es ein Grizzlybär gewesen wäre, dann wäre mir hinterher. Aber ein Bären habe ich gehört, aber es war wahrscheinlich ein Schwarzbär. Aller Voraussicht nach. Ja. Mein Pferd braucht ein kleines Bäuschen. Ich mache mal hier einen kleinen Stopp. Und trinke selber mal einen Schluck. Pferdchen, beruhig dich, beruhig dich. Gib da noch mal ein bisschen was zu futtern. Ah, okay, ich kann es nicht füttern.
warum auch immer. Jetzt reite ich weiter. Es geht weiter. Ab zu McFarlane's Ranch. Ab durch die Wälder. Wolf. Ihr habt selber gesehen, da war ein Wolf. Aber nichts wie weiter jetzt. Okay, auch die haben wir abgehalten, ferngehalten. Also das Pferdchen dreht langsam hohl. Es ist schon eine ordentlich weite Strecke und mit der Kutsche, ich glaube, das wäre echt übel gewesen. Aber gut, wir wissen ja noch nicht, wie hoch jetzt die Belohnung ausfällt, indem wir die Hälfte der Waren meiner Meinung nach verloren haben. Das werden wir aber sehen. Hier geht's lang. Und ob wir dann bei der McFarlane's Ranch nicht unter Beschuss stehen, das ist die nächste Frage. Aber auch das wird sich zeigen. Ja, aber es kann nicht mehr weit weg sein. Wir haben offiziell noch 16 Minuten, um die Mission abzuschließen. Da ist die Ranch. Und hier tut sich schon mal was. Ich steig mal vom Pferd ab hier. Okay. Ist ordentlich was los. Ah, okay, ich kann mich hier auch verstecken. So, wunderbar, steige auf dein Pferd. Die könnte ich doch eigentlich noch plündern hier. Ein paar zumindest. Mache ich das so gern. Die Leute plündern. Da ist noch einer. Den kann man plündern. Ist natürlich jetzt auch mit einem Risiko verbunden, die Leute jetzt hier noch zu plündern. Aber die verschwinden meistens, wenn die Mission abgeschlossen ist. Deswegen mache ich das jetzt noch schnell. Pferdchen, bitte komm her. Jawohl, jawohl, jawohl.
Premium-Zigaretten, der mit dabei. Angebrochene Pferdearznei. Da kommt auch schon der nächste Zug. Also ab aufs Pferd. Bringe die Waren zum Bahnhof von McFarren's. Okay, ich würde sagen, ist das normal, dass wir mit dem Pferd hier hochkommen? Lege die Waren ab. Na gut, dann legen wir die Waren hier ab. Und wir haben es geschafft, ja. Und jetzt bin ich gespannt, was wir bekommen. Wir bekommen... Ich hab's nicht gesehen. Haben wir jetzt die... Wir haben jetzt nicht die volle... $62,50. Okay, doch das ist die Kutsche. Hinüber war, haben wir deutlich weniger bekommen. Wir haben nur $62,50 bekommen. Und das liegt natürlich jetzt, wie gesagt, daran, dass die Kutsche leider... Ja, verunglückt ist, sage ich jetzt einfach mal. Normalerweise hätten wir hier ja mehr bekommen. Aber ihr habt es gesehen. Also die Belohnung, man geht nicht ganz leer aus, aber man bekommt nicht die volle Summe, wenn man das Ganze hier mit dem Pferd abliefert. Ja, schade eigentlich, aber es ist so. Es ist leider so. Können wir mal kurz reingucken. Ja gut, wir haben noch keine tägliche Herausforderung abgeschlossen. Ein Bison gehäutet. Das haben wir auch noch nicht. Aber das wäre eigentlich einfach. Ich glaube, ich weiß, wo Bisons sind. Aber da will ich jetzt gar nicht so weit reiten müssen. Obwohl da ein Schnellreisepunkt ist. Vom Blackwater aus. Vom Blackwater aus könnten wir uns ein paar Bisons schnappen. Aber ich glaube, Schnellreise kostet auch wieder. Heute muss ich mal reingucken, ob es jetzt immer noch umsonst ist. Würde mich fast interessieren. Schnellreise ist hier. Na, ist immer noch kostenlos. Blackwater? Gehen wir nach Blackwater. Zumindest eine tägliche Herausforderung gemacht zu haben. Auf der Suche nach den Bisons. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Wir müssten hier schon irgendwo aufs Feld hier. Hier ungefähr müssten meiner Meinung nach Bisons sein. Kann mich auch täuschen, aber ich glaube... Da waren welche. Wir können auch hier so ein bisschen durch die Prärie reiten. Weiter um. Mitten in der Prärie, da ist ein Bison. Na, da war jetzt noch eins.
Warte, warte, das kriege ich auch noch. Na, bleib doch mal hier, bleib doch mal stehen. Ja, das ist aber halt schlecht, weil dann kann es sein, dass das andere Bison weg ist bis dahin. Ja, ich schnapp mir jetzt mal das eine und reite dann nochmal zurück. Ich bin gespannt, ob es noch da ist, das andere Bison. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eins, amerikanisches Bison. Packen wir mal aufs Pferd. Entschuldigung, mein Fehler. So, und dann reite ich nochmal zurück. Da müsste das andere Bison müsste noch hier irgendwo liegen. Weil ich schon ein Stück weit reingeritten bin. Aber ich glaube, ja, es ist weg. Oder ist es da hinten? Ne, es ist weg. Tatsache. Das andere Bison ist weg. Der Richtung kam ich doch. Hier liegt's. Ne, hier liegt nichts. Es ist weg. Das amerikanische Bison ist weg. Eigentlich groß genug, da sollte man doch irgendwo noch eins finden. Reiten wir mal hier hoch. Vielleicht finde ich noch ein Bison. Da ist alles andere, aber kein Bison. Und hier oben habe ich ein bisschen bessere Aussicht. Ich habe sie vertrieben. Und das andere ist natürlich weg gewesen. Das ist echt schade. Wäre vielleicht noch hier irgendwo. Könnte höchstens mal. Was liegt denn da? Da liegt auch irgendwas. Nee, es ist ein Strauch. Kriegen wir doch hier irgendwie noch fertig, dass wir hier noch Bison finden. Ja, ist ja schade jetzt. Jetzt, wo es Spaß macht. Aber es sieht nicht nach Bison aus hier. Überhaupt nicht. Aber da ist was anderes dafür. Da ist was anderes. Da ist ein... Was ist das denn? Eine blaue Texas-Lupinie. Ein Sammlergegenstand. Sieben von neun Wildblumen. Ja, das war eine davon, aber wie gesagt, wir finden hier anscheinend kein Bison mehr. Schade. Wir werden mal zum Schlachter reiten. Aufgrund dessen, dass wir das Bison nicht mehr gefunden haben. Vielleicht in der Richtung hier. Ist da nicht ein Bison? Nee,
kein Bison weit und breit mehr. Wir hätten sie erst gar nicht schießen sollen, oder wir hätten das eine schießen sollen und dem anderen dann hinterher reiten sollen. Das wäre wesentlich klüger gewesen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, noch ein Bison zu ergattern. Das sind Wildpferde. Wildpferde. Tja. Dann halt nicht. Dann sollte es nicht sein. Leider, leider, leider. Sollte nicht sein. Ich werde noch kurz zum Schlachter reiten, zum Metzger. Und werde schauen, ob ich noch irgendwie was verhökern kann. Und das Bison, das wird sich schon noch finden. Denke ich mir jetzt einfach mal. Ich glaube, ich bin jetzt hier einen kleinen Umweg geritten. Macht aber gar nichts. Noch kurz zum Schlachter schauen. Und abchecken, was es zu verkaufen gibt. Verkaufen. Hallo, hallo, hallo. Wildes Vogelfleisch. Ja, wisst ihr was? Da kann ich alles verkaufen. Das brauche ich nicht. Okay. Was haben wir hier? Dachspelz. Perfekt. Fettes Vogelfleisch verkaufe ich auch gleich mal 10 Stück. Bringt auch immer ordentlich Dollars. Truthahnfeder. Lucky this is popular, how common it is. Mal aufverkaufen. Dann haben wir hier Großwildfleisch. Haben wir 12 Stück. Können wir auch ein paar verkaufen. Ich verkaufe natürlich nicht alle, weil es kann natürlich immer sein, dass man es braucht. Für die täglichen Herausforderungen. Deswegen immer nur stückweise verkaufen. Hier die Schwungfedern. Habe ich auch gerade maximal 10 Stück. Kann man ein paar verkaufen, muss man nicht alle verkaufen. Sehniges Fleisch brauche ich ganz selten. Tierfett. Werde ich ein bisschen was verkaufen. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, Leute, und deswegen muss ab und zu was weg. Und das Bisonfell für 2 Dollar kann ich es hier verhökern. Waschbärfelle habe ich auch, die gebe ich Krypsilein. Aber das Bisonfell, das bin ich jetzt gleich los. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich Schluss, denn es ist schon spät. Ich muss los. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Ortega. Bis dahin. Bye, bye.